So, willkommen zu Jadbos Solargarage. Jetzt wollen wir mal ein bisschen rechnen, wollen mal gucken, wann sich so eine direkt eingespeiste mit Mikroinvertern bestückte Anlage, am Beispiel meiner Anlage, wann die sich denn rechnet. Also, ich habe 2 mal 225 Watt. Die haben mir gebracht 1,48 Kilowattstunden in 2 Tagen. So, 220 Watt Paneele gibt es nicht mehr wirklich. Also hier in Warschau gibt es ein 300 Watt Panel für 200 Euro. Also rechnen wir jetzt mit 600 Watt, die wir maximal produzieren können für 200 Euro. Also, das mal ist durchgestrichen. 2 mal 300 Watt sind 400 Euro. So, der Wechselrichter 600 Watt, der kostet 225 Euro. Da schreiben wir jetzt mal Inverter. So, und wenn wir bei dem ganzen Tag noch ein Monitoring dabei haben wollen, übers Internet zum Beispiel, dann müssen wir nochmal 75 Euro. Also, Monitor. Der ist, wie gesagt, den muss man nicht haben, den kann man haben. Sind ein paar schöne Spielereien dabei. Zeitlich mache ich mal, baue ich gleich mal ein Video, ein Bild davon rein. Und dann könnte, das kann man selbst entscheiden, muss man nicht haben. 75 Euro. Investitionskosten max 700. So. Da ich jetzt noch Paneele habe, die mal eben kurz 75 Watt mehr bringen, rechne ich jetzt mal einfach mit einem kW-Leistung im Jahresdurchschnitt pro Tag. So. Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde pro Tag gibt uns 365 Kilowattstunden pro Jahr. So, beim durchschnittlichen Preis von 30 Cent die Kilowattstunde kommen wir auf ungefähr so 30 Cent pro kWh. Ungefähr 120 Euro Stromersparnis im Jahr. So, 700 durch 120, grob, sage ich mal, 6, bisschen weniger als 6. Das heißt also circa 6 Jahre. Dauert es, bis die ganze Anlage sich bezahlt gemacht hat. Da ist noch nicht drin Strompreiserhöhung. Da ist noch nicht drin, ob ich die 75 Euro für das Monitoring mit reinnehme. Dann sind wir schon bei 5 Jahren. Wir haben CO2 gespart. Und ich denke, das ist eine Nummer, die kann man machen. Das geht. Und wenn ich jetzt mal überlege, 700 Euro sind 14 mal tanken voll. Was kostet eine Schachtel Zigaretten? 6 Euro? Leute, die am Tag eine Schachtel Zigaretten verbraten, sind 120 Schachtel Zigaretten. 120 mal Ziggi. So. Das sind. Hört auf zu rauchen für ein halbes Jahr. Und dann kann man sich so eine Anlage leisten. Und dann ist das Thema erledigt. Na? Und das läuft. Wer es nicht macht, ist selber schuld. So eine Anlage, die hält circa 30 bis 35 Jahre. Na? Also nach 5 Jahren hat sich das Ding bezahlt gemacht. Und dann haben wir noch mal ordentlich was hinten dran. Das könnt ihr jetzt selber ausrechnen.
Ne?